Vierter Abschnitt: Geografie der drei Inseln. Fast unter allen karibischen Inseln haben St. Thomas und St. Jan die größte astronomische Breite oder sind von der Linie am weitesten nach Norden gelegen, zwischen dem 18. und 19. Grad Norderbreite. St. Croix liegt etwas südlicher, zwischen dem 17. und 18. Grad. Die astronomische Länge aller dreien ist wenig verschieden. Sie liegen zwischen dem 63. und 64. Grad westlicher Länge von London. St. Croix ist darunter die größte. Ihre geometrische Länge von Osten nach Westen beträgt etwas über 7 deutsche Meilen, ihre Breite von Süden nach Norden 2 Meilen und drunter. Ihr Flächeninhalt ist etwas über 8¼ Meilen. St. Thomas erstreckt sich auf 4 Meilen in die Länge, ihre Breite ist mehrenteils unter einer Meile. 3¼ Meilen machen ungefähr ihren Inhalt aus. Sie ist also um die Hälfte kleiner als St. Croix, noch kleiner ist St. Jan, denn sie hält nur 3½ Meilen in der Länge und fast durchgängig weniger als 1 Meile in der Breite, so dass ihre Fläche ungefähr 3¼ Meilen ausmacht. So klein diese Inseln gegen die großen Antillen und selbst gegen einige der karibischen scheinen, so sind sie doch für Dänemark von sehr großem Wert. Ich zählte auf einer Spezialkarte von St. Croix im Jahr 1768 200 und etliche 70 Pflanzungen, dabei 150 Zuckerwerke waren. St. Thomas hatte damals nur 70 Plantagen und St. Jan nach Verhältnis weniger. Diese sind hinlänglich ganz Dänemark mit Zucker reichlich zu versorgen. Dass die See, welche zwischen den karibischen und den Terra Firma liegenden Inseln die Karibische See oder der Kral genannt wird, auch Ebbe und Flut habe, ist bekannt, und ich habe nur dieses anzumerken, dass sie gewöhnlich bei der Flut nur um 3 Fuß steigert. 2 Ströme sind darin nicht weit von St. Thomas, deren Bewegung dem bloßen Auge bekennbar ist. Der Grund des Meeres ist in der Nähe dieser Inseln von verschiedenen Farben, weiß, grün, schwarz, und bei stillem Wasser kann man nahe bei St. Thomas fürchterliche Felsen, die aber tief unter Wasser sind, gewahr werden. Kaien oder ganz kleine Inseln, die zum Teil bloße, unfruchtbare Felsen sind und einer unzähligen Menge Vögel zum Ruheplatz dienen, zum Teil auch bewohnt und fruchtbar sind, gibt es um St. Croix weniger als um St. Thomas oder St. Jan. Die merkwürdigste in St. Croix ist Protestantkai oder Lotskai, welche im Hafen von Christianstadt liegt und den letzteren Namen daher hat, weil der Lots darauf seine Wohnung hat, der von dieser Höhe die Schiffe in einer großen Entfernung erblicken kann. Die 2 übrigen sind Grünkai und Pockeneiland. Auf letzterer, welche vermutlich von dem Franzosenholz, das man da Bockholz nennt, und in Menge darauf wuchs, ihren Namen hat, ist eine Plantage angelegt. Um St. Thomas ist eine große Anzahl solcher Kaien, unter welchen Teierkai, Groß Hans Lolk und andere von einigen Familien bewohnt sind, und Groß James eine Baumwollenplantage hat. Die Caravella, eine dieser Kaien, 2 Meilen vom Westende der Insel nach Süden, ein kahler Fels mit 2 Spitzen, der von dem Auswurf der Vögel ganz weiß ist, hat diesen Namen, weil sie von Ferne einige Ähnlichkeit mit dieser Art spanischer Fahrzeuge hat. Die Franzmanns- oder Vogelklippe ist eine
ist ein Aufenthalt vieler tausend Möwen und anderer Vögel, von deren wohlschmeckenden Eiern ganze Kanuladungen abgeholt werden. Unter den Kaien bei St. Jan hat Loango einige Bewohner. Übrigens fehlt es in der See um diese Insel nicht an blinden oder unsichtbaren Klippen. Unter diesen nenne ich nur die zwei Brüder, welche zwischen St. Thomas und St. Jan nicht weit voneinander aus der See hervorragen. Unter Baien versteht man gemeiniglich kleinere Meerbusen, die nur zu Anfurten für kleinere Fahrzeuge dienen, und in dem Sinne sind die Häfen nicht darunter begriffen. Solche Baien hat St. Thomas eine Menge. Auf der Südseite sind Franzmanns Bay, Anne de Winz Bay, Ur Bay, Grigri Bay, Krumm Bay, Moskite Bay und Jan Pru Bay die merkwürdigsten. Davon die drei ersten dem Hafen nach Osten, die übrigen nach Westen liegen. Auf der Ostseite der Insel sind Binnewarter und Ostende Bay. Auf der Nordseite aber die große Nordseite Bay, darinnen große Schiffe liegen können, und Karet Bay, die ihren Namen von einer Art Schildkröte hat, die man da selbst findet. In Songkhra liegt die Grünkai Bay an der Ostseite, Salzrevier Bay nebst anderen Anforten an der Westseite, Limitri Bay, die von den Limonienbäumen ihren Namen hat, und Neger Bay sind auf der Südseite. St. Jan hat nach Westen St. Thomas gegenüber Klein Krux Bay und dieser zur linken Groß Krux Bay, Schokoladhol, Reff Bay, Korall Bay, Brims Bay, die Tortola gegenüber liegt, ferner Waterlemmen Bay, Maho Bay, die sehr bequem ist, Kanel Bay, Tronk Bay und Dorlo Bay. St. Thomas hat einen sehr guten Hafen und unter den drei Inseln den besten. Er liegt auf der Südseite in einer Bay, die über eine halbe Meile lang und allerwärts mit Bergen umgeben ist, die sich nach der See hinsenken und zu Batterien sehr bequem sind. Die Einfahrt des Hafens ist eine Viertelmeile breit und so sicher, dass jeder Schiffer ohne Lots hineinfahren kann. Etliche hundert Schiffe können bequem darinnen liegen und sind vor Stürmen sicher, nur nicht vor Orkanen, denn diese außerordentlichen Sturmwinde richten auch im Hafen grausame Verwüstung unter den Schiffen an. Der Hafen in Songkhra, der an der Ostseite der Insel nordwärts liegt, ist weder so groß noch so sicher als der in St. Thomas. Den Eingang macht ein Reff oder steinigte Bank gefährlich und die Hilfe eines Lotsen notwendig. Es sind nur zwei Kanäle, der Schiffs- und Barkenkanal, die etwa 70 Faden breit sind und 16 Schuh tief Wasser haben, durch welche die Schiffe zwischen blinden Klippen hineingeführt werden müssen, welches jedoch nur mit nördlichem Winde geschehen kann. St. Jan hat keinen eigentlichen Hafen, die meiste Anfahrt ist in Klein Krux Bay, wodurch kein großes Schiff liegen kann. Hingegen ist Korall Bay zu einem Hafen bequem, denn sie wird durch einen hohen Berg geschützt und der Grund ist so tief, dass die Schiffe bis an den Wall fahren können. Eine Landspitze nennt man auf diesen Inseln Punt oder Point. So heißt in Songkhra die äußerste östliche Spitze Long Point und die westliche Sand Point. In St. Thomas ist
Westpunkt, Ostendepunkt und Rode Hugpunkt, welche letztere ihre Benennung von den rötlichen Klippen hat, die von Ferne sehr angenehm ins Auge fallen. In St. Jan sind die Nord- und Südpunkt, die zur Bedeckung des Hafens sehr bequem liegen. Nun etwas von den Städten oder Dörfern der drei Inseln. In St. Thomas liegt die Stadt gleich am Hafen und besteht aus einer Hauptgasse, die ungefähr eine Viertelstunde lang und mit ansehnlichen Häusern bebaut ist. Doch stehen nebenher noch viele Häuser. Der östliche Teil derselben hieß ehemals Charlotte-Amalie und der westliche die Brandenburgerie. Die Neger nennen den Ort Tapus, weil ehemals ein Taphaus oder Schenke da stand. Die meisten dortigen Europäer aber heißen ihn kurz das Dorf, und da es das einzige auf der ganzen Insel ist, so kann dieser allgemeine Name zum Missverstand keinen Anlass geben. Es sind zwei Kirchen da, eine lutherische und eine reformierte, davon erstere mitten im Kastell liegt. Das Kastell Christiansfort liegt in einer kleinen Entfernung von den anderen Häusern des Dorfes nach Osten. Es ist ein Viereck mit Bollwerken ohne Graben und Außenwerke. Vor demselben liegt hart an der See die Batterie Waterford, von welcher so wie vom Kastell der ganze Hafen beschossen werden kann. Hinter Tapus sieht man auf zwei Bergen nach Norden und Osten Überbleibsel von zwei Türmen, die ehedem zu warten dienten, so wie der hohe Flaggenberg. St. Croix hat zwei Städte, Christianstadt und Friedrichstadt. Die erste liegt auf der Nordseite der Insel. Sie ist wohl viermal so groß als Tapus und ihre Hauptgassen gehen alle nach dem Hafen, den man das Bassin heißt, nach welchem die Stadt selbst mehrenteils Bassin genannt zu werden pflegt. Die Stadt hat viele ansehnliche steinerne Häuser, deren jedes gewöhnlich einen Hof und Lustgarten hat. Ein schönes Backhaus, ein Kastell oder Fort und vier Kirchen, eine dänische, eine holländische, eine englische und eine katholische. Das Fort Christianswehr ist, wie das in St. Thomas, ein Viereck, das gegen den Hafen nur mit einer niedrigen Mauer, aber mit vielen Kanonen versehen ist. Am Ende des Hafens, eine Viertelmeile von der Stadt, ist noch eine Wasserbatterie, so dass der Hafen allenthalben beschossen werden kann. Friedrichstadt liegt am Westende der Insel, 3 Meilen von Christianstadt. Sie ist noch im Werden und es waren nur erst etliche wenige Häuser gebaut, als ich im Jahr 1767 da war. Das Kastell heißt Friedrichfort und liegt nahe an der See, die hier keinen Hafen formiert, sondern eine offene Reede mit gutem Ankergrund ist. Auf St. Jan wurde erst im Jahr 1766 bei Klein Krux bei der Plan zu einer Stadt abgesteckt und in Lots oder Bauplätze eingeteilt. Außer den Gebäuden für die Miliz standen im Jahr 1767 schon einige Privatgebäude da. Eine zweite Stadt soll, wie es heißt, bei Koralbay auf der schönsten und größten Ebene der ganzen Insel angelegt werden. Der nicht weit davon liegende Hafen war ehedem mit Befestigungswerken versehen, davon einige Überbleibsel noch vorhanden sind.